Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Herzlich willkommen zu Lubbes Lernstunde. Heute bin nur ich vertreten. Nico ist gerade beim Turnier. Isle of Man spielt er mit. Ich habe gerade schon im Chat gelesen. Einige von euch verfolgen es auch. Und wir sind natürlich alle super stolz auf ihn, dass er gestern gegen Caruana Remis geschafft hat. Und heute gegen Anand ran durfte, sich auch sehr tapfer geschlagen hat. Am Ende hat es dann nicht ganz gereicht, aber ich denke, ein super Auftakt auf jeden Fall für ihn und meine Daumen sind gedrückt. Ich denke, eure bestimmt auch. Und ja, er denkt aber auch an uns, hat nette Grüße ausgerichtet, auch an euch. Er findet es natürlich schade, dass er heute nicht dabei sein kann, aber ich denke, das verzeihen wir ihm. Wir wollen natürlich trotzdem was lernen. Und gucken mal, mit welchem Thema wir uns heute so beschäftigen werden. Wir sind im Thema positionelles Spiel und da in Lektion 54 Thema Abtausch. Damit haben wir uns ja schon die letzten beiden Lektionen auch auseinandergesetzt. In Lektion 52 und dann Lektion 53 letzte Woche war das World Cup Spezial. Da kann ich auch direkt drauf zu sprechen kommen, was ihr gerade schon vorgeschlagen habt. Wir werden auch ein Isle of Man Spezial machen, wahrscheinlich eher übernächste Woche, wenn Nico auch wieder da ist, dass er da natürlich auch aus erster Hand dann berichten kann, vielleicht auch eine seiner Partien vorstellen kann. Also da werden wir auf jeden Fall auch noch auf unsere Kosten kommen. Heute dann erstmal Partien von anderen, beziehungsweise ich habe auch eine Partie von mir mitgebracht. Genau, und werden da nochmal auf das eingehen, was wir schon die letzten beiden Lektionen auch schon angeschaut haben. Ihr habt schon festgestellt, Abtausch ist ein sehr umfassendes Thema, weil es ja auch in jeder Partie vorkommt, ne? Es passiert eigentlich keine Partie, in der nicht abgetauscht wird und weil man da doch auch einige Fehler machen kann, beziehungsweise auch einiges richtig machen kann, widmen wir uns auch in mehreren Lektionen diesem Thema. Also, ich schaue mal kurz in den Chat, ob alles soweit okay ist. Bisher lese ich Begrüßungen. Das finde ich gut. Ich begrüße euch auch ganz herzlich. Und dann gehen wir doch direkt in die Partie. Also, ich habe euch ein Beispiel von mir mitgebracht. Ist noch gar nicht so lange her. Dieses Jahr gespielt beim Grenke Chess Open in Karlsruhe. Ich mit den schwarzen Steinen gegen Großmeister Alexander Graf, gegen den ich tatsächlich schon ziemlich häufig gespielt habe. Ist vermutlich vielleicht sogar der einzige Großmeister, gegen den ich schon mehrmals gespielt habe. Es sei denn, Nico wird bald Großmeister. Gegen ihn habe ich nämlich auch schon ein paar Mal gespielt. Ja, genau. Aber Alexander Graf hier mit den weißen Steinen. Oh, sehr gut, dass ihr mir jetzt schon das Feedback gebt, ohne dass ich frage, dass Ton und Bild passen. Das beruhigt mich doch immer, weil in der Vergangenheit es ja doch ab und an mal kleine Problemchen da gab. Aber scheint zu passen, finde ich gut. Ich scroll mal hier den Chat noch ein bisschen, dass ihr auch mehr davon noch sehen könnt. Genau, auch für die, die im Nachhinein zuschauen, worüber wir uns natürlich auch sehr freuen, dass ihr auch immer mitverfolgen könnt, was so gechattet wurde. Da kriegt man ja sonst immer keinen Eindruck von. So, starten wir mit der Partie. D4 kam, Springer F6. Und ich habe mal wieder Königsindisch gespielt. Hier gegen Semisch-Variante ist, denke ich, eine der Hauptfortsetzungen gegen Königsindisch. Ah, Bauernwalze schlägt ein Thema vor, asymmetrische Figurenverhältnisse. Ich notiere mir das gleich mal, weil wir natürlich das immer sehr gut finden, wenn ihr auch Vorschläge bringt. Und ich glaube, das Thema Abtausch ist auch auf euren Mist gewachsen. Also da haben wir auch einen Vorschlag entgegengenommen, genauso wie Variantenberechnung. Da freuen wir uns immer, wenn da auch von euch Input kommt, weil wir natürlich auch das machen wollen, was euch interessiert. Wir machen es ja schließlich auch für euch.
Also von daher immer gerne auch Vorschläge bringen. Und das habe ich mir direkt mal notiert. Finde ich nämlich auch ein wichtiges Thema. TFP ist anscheinend ein Fan von Sämisch, meint ihr, gute Wahl. Ja, ist auf jeden Fall eine sehr gute Wahl auch gegen Königsindisch. Läufer E3 richtet sich gegen C5, wobei man den trotzdem auch spielen kann. Habe ich auch früher häufig gespielt. Inzwischen bin ich eher zu einem anderen Aufbau übergegangen, den ich auch hier in der Partie gespielt habe. Mit A6 gefolgt von C6 und die Idee davon ist, dann einfach B5 spielen zu können. Genau, und ja, generell im Königsindisch und insbesondere auch beim Sämisch entstehen sehr scharfe Stellungsbilder in der Regel. Allerdings hat Alexander hier eine andere Variante gewählt, die nicht weniger schlecht ist, aber mehr positionell, würde ich sagen. Denn mit C5 verhindert man direkt B5, beziehungsweise man verhindert es nicht. Schwarz hat den hier trotzdem gespielt, aber man verhindert, dass Schwarz da so einen Bauernsturm ins Leben rufen kann, weil man jetzt eben auf B6 nehmen kann und Schwarz da nicht die verbundenen Bauern hat. DFB, dynamische Endspiele in der Mittelspielshow. Da lehne ich dann aber ab. Das passt leider nicht ins Thema, aber vielleicht werden wir irgendwann auch noch eine Endspielshow haben und da können wir das dann sehr gerne mit aufnehmen. So, den B6 möchte man jetzt nicht mit der Dame schlagen, weil man lieber den Springer direkt entwickeln möchte und dann mit dem Springer sich nach B6 stellen möchte, von wo aus man dann vielleicht auch nach C4 kann. Und ja, der Springer steht einfach auf B6 besser, deswegen lässt man hier den Bauern noch einen Zug lang stehen und spielt erstmal Springer D7. Und Alexander hat hier eine sehr interessante Fortsetzung gewählt, die bisher erst ein paar Mal in der Praxis gespielt wurde, also nicht zu den Hauptfortsetzungen gehört. Er hat hier Springer A4 gemacht und dann nach Springer schlägt B6 den anderen Springer nach C3 gestellt. So hundertprozentig klar ist mir dieser Aufbau nicht. Vielleicht möchte man sich dadurch gegen C5 stellen, weil man jetzt ja hier einen Springer auf A4 quasi befestigt hat und somit hier nochmal das Feld C5 kontrolliert. Vielleicht ist das die Idee. Aber es wird bestimmt auch einen Grund haben, warum das nicht so häufig gespielt wird. Aber es ist natürlich immer auch mal ganz nett, den Gegner aus der Vorbereitung bzw. generell aus den Eröffnungskenntnissen zu bringen. Und das hat er bei mir damit auch geschafft. Öffnen von geschlossenen Stellungen. Was generell bei uns noch aussteht, sind so verschiedene, wie soll ich das jetzt sagen, Stellungstypen, klingt ein bisschen allgemein. Also wir haben uns ja schon verschiedene Bauernstrukturen angeschaut, so Doppelbauern, Isolani und so weiter, aber wir haben noch gar nicht gesondert geschlossene Stellungen, offene Stellungen angeschaut. Wenn ihr jetzt wisst, was ich meine, das könnte vielleicht auch damit reinzählen. Geschlossene Stellungen. Okay, also Springer A4, die etwas andere Behandlung dieser Stellung. Ich habe mich hier entschlossen, ein Springerpaar abzutauschen. Vermutlich auch, weil hier der Springer B6 jetzt immer mal in so Motiven wie D5 drin steht. Und na, ich mich deshalb dazu entschlossen habe, ein Paar abzugeben und den anderen Springer nach A5 zu locken. Genau, das ganze Manöver verhindert auch Springer C4. Das stimmt, weil jetzt der Läufer dadurch frei geworden ist und das Feld C4 kontrolliert, das ist richtig. Genau, dynamisches Zentrum, das
zählt auch mit dazu, was ich gerade gemeint hatte, dass wir mal generell so unterschiedliche Strukturen anschauen. Geschlossenes Zentrum, offenes Zentrum, dynamisches Zentrum nehme ich auch mit auf. So, ich habe hier Dame A5 gespielt mit der Idee, den Läufer einmal schlechter zu stellen und dann die Dame nach C7 zu stellen, wo sie sicherlich ganz vernünftig steht. Läufer E2, Weiß entwickelt sich weiter. Schwarz hat erstmal noch gar nicht so ein gutes Feld für den Läufer auf C8, deswegen habe ich den dort erstmal stehen gelassen und hier Springer D7 gespielt mit der Idee, mit E5 dann das Zentrum anzugreifen. Kam Läufer C3, richtet sich etwas dagegen, aber ich habe es trotzdem gemacht, ist ja nicht verhindert dadurch. Dame D2. Und jetzt habe ich auf D4 geschlagen und nochmal geschlagen mit dem Ziel, jetzt hier auch Felder für meinen Springer zu bekommen. Ich gehe durch die ersten Züge mal noch ein bisschen schneller, wollte euch aber trotzdem den Anfang zeigen, damit ihr seht, wie es zu der Stellung kommt, die wir dann tiefer anschauen möchten. Dame A5 mal wieder. Diesmal mit der Idee, generell die Figuren etwas aktiver zu stellen und dann hier auch gegebenenfalls die Dame nach C5 oder E5 bringen zu können, wo sie den Bauern D6 doch etwas aktiver deckt als von C7 aus. Außerdem muss Weiß jetzt natürlich erstmal reagieren. Er hat Springer C3 gespielt. Ach, und ich lese gerade, dass Turmopfer der Springer auf F6 nicht gefällt. Tada! Deswegen habe ich ihn auch nach D7 dann überführt. Und TFP meint, dass die beiden rückständigen Probleme für Schwarz darstellen. Das sehe ich ganz genauso. Kommen wir gleich dazu. Ich gehe noch zwei Züge weiter und dann halten wir einmal inne und schauen uns die Stellung noch etwas genauer an. Frage, warum man die schwarzen Felder aufgibt. War das jetzt für Weiß oder also an Weiß oder an Schwarz gerichtet? Ich denke, man kann aber für beide sprechen, dass dadurch, dass der andere ja dann auch keine Schwarzfelder mehr hat, die Schwächen auf den schwarzen Feldern schwer auszunutzen sind. Also wenn wir jetzt aus schwarzer Sicht schauen, ist das natürlich immer nicht so wünschenswert, hier dieses Feldernetz zu haben. Und wenn Weiß jetzt noch ein paar Mal dran ist und hier mit seinen Bauern vorstürmt, könnte man da vielleicht Probleme bekommen. Aber man hat dann als Verteidigungsressource ja auch immer noch Dame E5, sodass Weiß das Ganze nicht ausnutzen kann. Und genauso sieht es hier auch aus weißer Sicht aus. Man hat die Dame hier ja ganz gut postiert, sodass auch Schwarz hier nicht auf den schwarzen Feldern großartig gefährlich werden kann. Deswegen dieser Abtausch. Und wenn wir haben ja das Thema Abtausch, deswegen gehe ich hier gerne auch noch mal kurz zurück und erkläre hier noch mal ein bisschen genauer, weswegen wir da im Zentrum so viel abgetauscht haben. Also wenn wir uns diese Stellung anschauen, dann stehen die schwarzen Figuren, insbesondere hier der Läufer auf C8, zwar nicht unbedingt schlecht, aber haben auch keine aktive Aufgabe. Und wenn Schwarz nichts macht, dann wird Weiß natürlich rochieren und dann wahrscheinlich Turm C1 spielen und kann dann hier im Zentrum ungestört vorwärts schreiten, entweder mit D5 oder auch mit E5. Und wenn Schwarz da überhaupt nicht gegenhält, wird er halt da auch schnell mal überrannt. Deswegen habe ich hier aktiv quasi gegengehalten mit Springer D7 gefolgt von E5. Und gut, Weiß könnte natürlich auch D5 spielen. Das ist aber was er eigentlich ungern machen möchte, weil danach der eigene Läufer auch nicht mehr wirklich viel zu tun hat und vor allen Dingen Weiß auch nicht mehr die rückständigen Bauern hier ausnutzen kann. Denn Schwarz kann hier entweder C5 spielen. Ich vermute sogar, dass er C5 spielen wird.
Und dann hat Weiß nicht mehr so viel Angriffspotenzial. Deswegen hat er hier versucht, das Zentrum noch dynamisch zu halten, damit D2 mit der Idee dann auch Turm D1 spielen zu können. Und hier gegen diese, wie TFP war es, glaube ich, genau, TFP hat gemeint, dass die Rückständigen ihm nicht so gefallen von Schwarz. Und genau das möchte Weiß eben hier auch ausnutzen, indem er das Zentrum noch offen bzw. dynamisch hält. Gut, und auch hier kann Schwarz jetzt warten, bis Weiß sich optimal aufgestellt hat oder eben direkt handeln. Und ich habe mich dazu entschieden, direkt die Stellung hier zu öffnen, um anschließend dann auch Felder für meinen Springer zu haben und dann dynamischer noch agieren zu können, als wenn Weiß sich erstmal optimal hingestellt hat. Deswegen dieser Abtausch. Und Läufer D4, jetzt ist Schwarz natürlich keinesfalls gezwungen, auf D4 zu schlagen. Ich hätte hier auch abwarten können, bis Weiß selber schlägt. Oder zum Beispiel auch Springer E5 spielen können, um mich quasi dagegen zu stellen. Dann hat man aber auch immer hier Probleme auf B6. Das heißt, der Springerzug ist vielleicht doch nicht ganz so ratsam. Und die Idee, warum ich direkt rausgeschlagen habe, ist eben diesen Dame A5 Schachzug mit Tempo zu haben, um dadurch meine Dame wieder aktiver stellen zu können. Das ging ja vorher nicht, weil der schwarzfeldrige Läufer hier die Felder kontrolliert hat, aber durch diesen Abtausch habe ich mir diese schwarzen Felder für die Dame gesichert quasi. So, TFP fragt, ob der D6 nicht schon weg ist. Ganz so einfach ist es nicht. Wir können kurz die Partie weiter anschauen, weil da wird genau auf diese Frage auch eingegangen. Ich gucke mal kurz, was noch für Wortmeldungen kamen. Turmopfer merkt auch richtig an, der Läufer C8 ist ein Problem von Schwarz. Der ist nicht so einfach zu entwickeln. Korrekt. Ah, okay. TFP hätte auf. Ich vermute, du meinst auf A4. Auf A4 nicht geschlagen und stattdessen Läufer D7 gespielt. Ich hoffe, ich verstehe dich jetzt richtig. Da war das Problem, was ich vorhin angemerkt habe, dass man dann im Zentrum schwer gegenhalten kann und Weiß da irgendwann dann den Durchbruch schaffen wird. Aber generell kann man natürlich sagen, natürlich wären hier verschiedene Spielmöglichkeiten für beide Seiten da gewesen und ich sage auch keinesfalls, dass ich hier die besten Züge gespielt habe. Das möchte ich mir nicht anmaßen. Von daher hätte es da natürlich auch jede Menge Alternativen gegeben. Genau, CS01, das geht in die ähnliche Richtung wie die Frage, die ich vorhin schon beantwortet habe, ob die schwarzen Felder jetzt nicht schwach sind. Dadurch, dass es Weiß nicht gut ausnutzen kann, weil er ja selber keinen Schwarzfeldrigen mehr hat, ist das alles nicht so tragisch. Wenn der weiße Läufer jetzt hier auf D2 stehen würde, abgesehen davon, dass dann die schwarze Dame hängt, dann würde ich dir total zustimmen, dann wäre das brandgefährlich, dann drohen ja immer so Geschichten mit Läufer H6, Läufer C3. Das wäre ganz, ganz unangenehm. Das ist klar. Aber hier mit dem weißfeldrigen Läufer nur noch ist das Ganze hier nicht mehr so schlimm, sodass man da den Schwarzfelder auch abgeben kann. Auch wenn man das als Königsindisch-Spieler immer sehr ungern macht, weil das eigentlich der Lieblingsläufer ist. Ja. Okay, auf das Schach kam hier Springer C3 und jetzt hängt natürlich der D6, das habt ihr auch schon gesagt, dass der schwierig zu halten ist. Aber man kann ja zum Glück auch noch Gegendrohungen aufstellen. Muss ich hier jetzt nicht direkt darum kümmern, weil, das habt ihr richtig gesagt, dann kann Weiß natürlich den Druck noch erhöhen mit Turm D1.
Und das wird dann sehr schwierig, den Bauern zu halten. Aber mit Turm B8 hat Schwarz hier eine Möglichkeit, noch dynamisch gegenzuhalten. Man würde dann ohne Probleme, also wenn Weiß jetzt hier auf D6 nehmen sollte, kann man hier wunderbar auf B2 nehmen und Weiß hat hier direkt Probleme auf C3, kann zwar hier noch weiter fressen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht funktioniert. Vielleicht Turm C2, vielleicht Läufer B7. Ich denke, hier gehen verschiedene Möglichkeiten. Das wird Weiß sich nicht erlauben können. Deswegen muss Weiß sich jetzt erstmal hier um den B2 kümmern. Möchte ungern B3 spielen, weil man dann hier diese Fesselung hat und der Springer dann auch irgendwie in der Luft hängt. Deswegen hat er hier Turm B1 gespielt. Und jetzt ist schon mal Turm D1 quasi aus dem Spiel genommen, zumindest für die nächsten paar Züge. Und ich kann jetzt hier meinen Bauern, wie ich es ja auch geplant hatte, etwas aktiver decken. Ne? Davor, ihr erinnert euch, stand die Dame noch auf C7. Und durch dieses Manöver habe ich jetzt meine Dame nach C5 bekommen, wo sie mir besser gefallen hat als auf C7. Wie gesagt, ich möchte meine Züge jetzt nicht zu sehr loben. Waren auch nicht immer alles die besten, aber das war zumindest die Idee dahinter. TFP, B3, ich gehe nochmal kurz zurück. B3, ach nee, hierhin zurück. B3 ist natürlich prinzipiell möglich. Aber das sieht schon hier unangenehm aus. Vielleicht kann man jetzt sogar schon D5 spielen. Und also jetzt hängt ja auch der D6 gar nicht, weil der C3 auch angegriffen ist. Das heißt, Schwarz hat hier jetzt ja noch ein paar Züge Zeit, um die Stellung zu verbessern. Ich könnte mir vorstellen, dass D5 eine Option ist. Vielleicht auch Turm B4 oder so Späße. Ah, Turm B4 vielleicht nicht. Aber D5 zum Beispiel. Dann öffnet man das Ganze und Weiß muss sich hier erstmal wieder konsolidieren. Okay, D5 Rochade. Schauen wir uns das Ganze mal an. So, jetzt könnte ich zum Beispiel C5 spielen. Was machst du jetzt? Hier kannst du schlecht schlagen, weil dein Springer immer noch hängt. Wenn du irgendwie weggehst, ja, ist schon gar nicht so einfach, ne? D2 kommt hier D4. Das heißt, du musst eigentlich nach D3 gehen, dann kann ich trotzdem D4 spielen. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall gut für Schwarz gelaufen. Danach kann ich hier noch Springer E5 spielen, kriegt dann den Läufer raus. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ach oh, und Turm schlägt B3. Ihr seid super, vielen Dank. Das passiert, wenn man die Engine nicht mitlaufen hat. Ja. Das ist natürlich die einfachste Begründung, wobei ich D5 immer noch auch gut finde, aber tatsächlich danach ist gleich ganz, ganz schwierig hier für Weiß. Vielen Dank. Ich verrate euch noch nicht, wer gewonnen hat. Ich will ja nicht, dass ihr eure Vorschläge und Stellungsbeurteilungen etc. von dem Ergebnis abhängig macht, sondern dass ihr unvoreingenommen auf die Stellung schaut. So, jetzt ist der Moment gekommen, wo ich eigentlich hin wollte. Also Weiß ist am Zug. Thema Stellungseinschätzung haben wir jetzt schon mit den letzten Zügen ein bisschen uns angeschaut. Ihr habt schon einige Probleme der schwarzen Stellung vor allen Dingen genannt, also dass der C8 noch keine Aufgabe hat, dass die hängenden Bauern hier leicht angegriffen werden können.
Genau, und ich möchte von euch wissen, wie ist die Stellung einzuschätzen und würdet ihr mit Weiß auf C5 tauschen oder nicht? So, Torjäger, wann, an welcher Stelle lange Rochade? Stadtturm B1. Ich beantworte das mal, ohne in die Stellung zurückzuspringen. Das kannst du natürlich machen und wahrscheinlich wirst du dann sogar den D6 gewinnen. Wobei, so klar ist das noch gar nicht. Aber gehen wir mal davon aus, dass du den gewinnen wirst. Aber die lange Rochade halte ich schon für recht gefährlich in der Stellung, weil Schwarz mit der halboffenen B-Linie, der Dame auf A5 doch einiges an Angriffspotenzial hat und vermutlich genug Kompensation hat, selbst wenn du den D6 bekommst. Und ganz konkret müsste man auch rechnen, ob Dame G5 funktioniert, Dame G5 Schach, nebst Dame schlägt G2. Also ich glaube, das ist etwas zu optimistisch an der Stelle. Na, ihr wollt es ja auch unbedingt wissen hier. So lange geht die Partie gar nicht. Also von daher werdet ihr bald es wissen. Also, ich hatte noch vergessen zu erwähnen, ihr sollt nicht nur sagen, ob ihr die Damen tauschen würdet oder nicht, sondern auch warum. Okay, TFP sagt, er würde tauschen, weil ihm die Alternative nicht gefällt. Also wenn er mit der Dame wegzieht, dann Weiß zum Beispiel nicht mehr rochieren kann und der König in der Mitte steht. Nick hätte auch getauscht, da wissen wir aber noch nicht warum. Ah, sehr gut. Olaf nennt auch noch ein wichtiges Merkmal. Er würde tauschen, weil er das Endspiel als besser einschätzt. Zwei gegen drei Bauerninseln zum Beispiel und auch, dass der weiße Läufer besser ist als der schwarze. Und CS01 macht auch die Ausschlussmethode, dass er nicht sieht, wo sinnvoll hin. Genau. Ja, also ich denke, das sind die wesentlichen Merkmale. Was auf jeden Fall noch ein weiteres Merkmal ist, ist, dass man mit Dame schlägt C5 eben auch keine Zeit verliert, ne? Weil ihr habt schon gesagt, alternativ müsste Weiß eben die Dame wegziehen, sodass Schwarz hier nochmal Zeit hat, die Stellung weiter zu verbessern und könnte zum Beispiel hier direkt auch mit D5 fortsetzen. Das ist eine ziemlich interessante Variante. Weiß sollte schlagen, sonst hat er gar nichts gekonnt. C schlägt D5 und nach Springer schlägt D5 hat Schwarz hier nach Läufer B7 ziemlich gute Kompensation. Der König ist noch in der Mitte. Ihr habt schon gesagt, es ist auch gar nicht so einfach, den jetzt wegzubekommen hier aufgrund dieser Diagonale. Der Springer ist angegriffen. Die Türme können dann auch gleich mit Tempo hier mit angreifen. Und hier hat Schwarz auf jeden Fall Kompensation für den Bauern. Und auch nach Dame schlägt D5 kann Schwarz entweder sogar hier auf C3 nehmen. Das ist auch eine interessante Variante. Und quasi in diese Stellung hier gehen, wo man auch, obwohl das Materialverhältnis doch eher zugunsten des Weißen ist, trotzdem aufgrund des offenen Königs hier und des schlechten Zusammenspiels der weißen Figuren auch Kompensation hat. Er kann aber auch, wenn er jetzt nicht so Lust auf diese Variante hat, kann er nach Dame schlägt D5 auch hier wieder einen ruhigen Zug machen und hätte auch hier Kompensation, weil einfach die weißen Figuren, insbesondere der König hier in der Mitte, nicht besonders gut positioniert sind. Ah, genau. TFP hat schon gesagt, nach Dame D5 geht Dame C3. Also es ist, der Computer zeigt da irgendwie kompletten Ausgleich an. Ist mal wieder typisch, ne? Aber da ist auf jeden Fall nicht mehr so, dass Weiß dann klar auf Vorteil spielt, sondern dass es halt einfach eine spannende Stellung mit beiderseitigen Chancen ist.
Ah ja, und wir bekommen hier noch weitere Vorschläge rein. Genau, Leolino sagt, dass Weiß Vorteil hat wegen der schwachen Bauern und dem schlechten Läufer. Genau. Sehr gut. Ja, deswegen habt ihr das komplett richtig gesagt und Weiß sollte hier am besten tauschen, was Herr Graf auch getan hat. So, nach Springer schlägt C5, kann er jetzt direkt weiter ja, den Springer befragen, wo der hingeht und so auch ein bisschen Raum gewinnen. Außerdem war der B2 ja auch immer eine Schwäche, wenn man so möchte. Gut, der B4 muss dann auch erstmal noch gedeckt werden, aber zumindest muss der schwarze Springer jetzt nochmal ziehen. Und Weiß muss jetzt nicht mehr rochieren, sondern kann gleich seinen Springer, seinen König nach F2 ziehen. So, auch hier jetzt wieder die Frage, tauschen oder nicht? Was meint ihr? Wir haben jetzt das Mittelspiel noch, ich würde sagen, noch nicht ganz verlassen, auch wenn die Damen schon nicht mehr runter, schon nicht mehr drauf sind, schon runter sind, so rum. Und viele dann sofort an Endspiel denken. Ich denke, das ist ja so ein Mischmasch aus Endspiel und Mittelspiel, weil ja doch auch noch einige Figuren drauf sind. Turm D1 funktioniert nicht, wenn ich das richtig im Kopf habe, weil der B2 hängt. Der Turm auf B1 hatte ja immer den B2 gedeckt und wenn man den zieht, dann hängt der B2. Man erhält dann vielleicht den D6 dafür, aber das ist kein guter Tausch. Also nochmal meine Frage. Tauschen oder nicht? Also, oder andersrum gefragt, Läufer ziehen oder stehen lassen? Ja, TFP würde den Läufer ziehen. Läufer C4 spielen, weil er in der Stellung besser ist als der Springer. Maps. Weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Schließt sich auf jeden Fall an, würde auch den Läufer ziehen. Ich warte mal noch eine Antwort ab. Noch einen dritten, der sich zu Wort meldet. Und da haben wir sie nicht tauschen auf besseres Feld stellen, Dorfer C4. Aha, und jetzt haben wir aber auch noch eine Gegenmeinung. Leolino würde stehen lassen. Und Olaf auch. Ach, jetzt kommen ja die ganzen Antworten. Also wir haben tatsächlich Argumente für beides. Und ich muss gestehen, es war auch eine gemeine Frage. Denn beide Züge sind gut für Weiß. Sowohl Läufer C4 als auch Turm HD1 sind hier gute Züge in der Stellung. Und beide haben ihre Begründung. Und alle Begründungen habt ihr genannt. Also, die, die Läufer C4 vorgeschlagen haben, haben hier gespielt wie Großmeister Alexander Graf, der nämlich auch sich für Läufer C4 entschieden hat, mit der Begründung, ähnlich wie ihr es gesagt habt, ne? Der Läufer hier in der Stellung hat zwar auch Bauern, die auf der eigenen Farbe stehen, nichtsdestotrotz spielt er hier an beiden Flügeln, gerade von C4 aus. Erfüllt er ja auch viele Funktionen. Ne? Also zum einen strahlt er hier nach F7, A6 greift er auch an, er beschränkt somit quasi den Läufer auf C8 und verhindert auch D5 beispielsweise.
und ist ein Läufer, was generell natürlich mit Bauern an beiden Flügeln häufig vorteilhaft ist als der vorteilhafter ist als ein Springer. So, perfekte Begründung, guter Zug, Weiß steht besser. Es gibt aber auch Argumente für Turm D1. Und das Argument dafür ist hauptsächlich wieder dieser Aspekt Zeit zu gewinnen. Denn man verschwendet in Anführungszeichen nicht noch einen weiteren Zug, um den Läufer nochmal zu ziehen, sondern geht direkt zack, zack auf die halboffene Linie. Schwarz muss jetzt auf E2 schlagen. Danach kann man direkt, ich führe mal hier noch aus, danach kann man direkt Druck auf D6 ausüben. Schwarz muss den wahrscheinlich irgendwie decken. Und jetzt hat man tatsächlich hier einen ganz guten Springer gegen einen recht schlechten Läufer. Wobei das natürlich auch eine Momentaufnahme ist. Sollte Schwarz es schaffen, hier noch zwei Züge zu spielen, den Läufer nach E6, vielleicht sogar nach C4 zu bringen, sieht das Ganze auch anders aus. Deswegen kann ich nachvollziehen, dass viele von euch und auch mein Gegner hier Läufer C4 gespielt haben. Aber die Variante ist auf jeden Fall auch gut für Weiß, eben aufgrund des Tempogewinns, wenn man so möchte, und weil er jetzt auch am Zug ist und hier schnell Druck auf D6 ausüben kann. Also quasi Argument, guten Läufer behalten gegen Zeitspiel, und beides ist auf jeden Fall eine leicht bessere Stellung für Weiß. Ja, ich weiß, ich kann ge ganz schön gemein sein. So, TFP, deine Variante muss ich jetzt hier gleich mal. Nochmal anschauen. Ich lese aber gerade nochmal, was ihr noch so dazu geschrieben habt. Ja, im Prinzip alles richtig, was ihr gesagt habt. Na, ihr habt eure Wahl, welche ihr auch getroffen habt, immer richtig begründet. So, TFP, was sagst du? Dein Vorschlag ist hier Springer C2. Interessant. Turm B2. Ich gehe erstmal deine Variante durch hier. Springer B4. Ja, Springer D3 sollte man nicht zulassen. Man kann ja aber zum Beispiel auch erstmal Turm B1 spielen. Und jetzt musst du ja auch deinen Springer decken. Und wenn du das jetzt irgendwie tust mit C5 oder A5, keine Ahnung, dann habe ich ja immer noch A3. Und jetzt bringt dir Springer D3 nichts mehr, weil mein Turm B2 gedeckt ist. Deswegen vermutlich etwas zu gierig, sich den Bauern zu schnappen. Stattdessen habe ich Springer B5 gespielt. Ihr seht schon, ich war in Tauschlaune in der Partie. Umso besser für euch, denn ihr könnt hier wieder entscheiden, tauschen oder nicht. Und vor allen Dingen, wenn ja, mit welcher Figur. Weil es kann ja sowohl mit dem Springer als auch mit dem Läufer auf B5 schlagen. Bin gespannt, was ihr antwortet. Ja, TFP, das stimmt natürlich. Also ich hatte ja das in der Turnierpartie. Das heißt, ich habe mich ja zwangsläufig damit mehrere Stunden beschäftigt. Das ist immer noch mal was anderes, als wenn man das jetzt hier so vorgesetzt bekommt. Stimme ich dir vollkommen zu. Aber ich hoffe, dass wir es trotzdem ja recht gründlich auch durchgehen. Und es ist ja auch überhaupt nicht schlimm, wenn man mal was nicht sieht oder eine Variante vorschlägt, die vielleicht nicht die beste ist, dafür machen wir das ja. Und genau das ist ja Sinn und Zweck der ganzen Show. Also, JWM möchte Turm HC1 spielen, also tauschen ja, aber nicht selber schlagen, sondern lieber den Turm noch mit ins Spiel bringen. Versucht da mal direkt drauf einzugehen, weil ich vermute, dass es da Probleme vielleicht mit der Fesselung gibt.
Na, wobei, vielleicht kann man das als Schwarze auch gar nicht ausnutzen. Ich dachte jetzt, dass man vielleicht mit C5 oder mit A5 hier die Fesselung ausnutzen kann. Aber Weiß hat ja dann immer auch noch Turm B3, kann sich da ganz gut gegenstellen. Vielleicht kann ich aber auch, vielleicht muss ich gar nicht schlagen, sondern kann direkt die Chance nutzen. Obwohl Läufer E6, dann kannst du auf B5 schlagen. Ach oh, was mit Springer A3, liebe Leute? Ja, Taktik habe ich heute irgendwie auch nicht so einen Blick für. Aber zumindest jetzt habe ich es noch gesehen. Ach ja, und ihr habt es auch schon geschrieben. So, sehr gut. Gut, dass ich euch hab. Also, Turm C1 können wir schon mal ausschließen. Dann haben wir noch als Wortmeldung. Ach oh, ich habe hier ganz schön viel verpasst, warte mal. Ja, ich muss noch mal kurz hochscrollen, was ihr alles so geschrieben habt. Also, Torjäger sagt mit dem Läufer nehmen, weil guter Springer gegen schlechter Läufer. Und Olaf sagt mit dem Läufer schlagen, weil. Weil sonst der Springer angegriffen ist, also weil sonst. Der Läufer angegriffen ist, so rum und man Tempo verlieren würde. Genau, wieder Zeit gewonnen. Bauernwalze würde nicht schlagen, weil A schlägt B, auch Schwarz seine Bauernstruktur verbessert. Wobei wir ja gerade festgestellt haben, dass Springer A3 eine Drohung ist. Das heißt, das ist gar nicht so schwierig zu verhindern. Deswegen ist weggehen oder stehen lassen eigentlich keine Option, sondern man muss auf B5 schlagen. So, jetzt kamen die ganzen Springer A3-Wortmeldungen. Okay, also TFP fasst das nochmal zusammen. Weiß muss tauschen. Eigentlich lieber mit dem Springer, aber das geht hier wohl nicht. Naja, so habe ich das jetzt noch nicht gesagt. Da bräuchte ich noch den Beweis für, warum Weiß nicht mit dem Springer auf B5 schlagen kann. Okay, also ich fasse mal zusammen. Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass Weiß irgendwie schlagen muss, weil sonst Springer A3 sehr unangenehm ist. Ihr favorisiert Läufer schlägt B5, habt auch schon als Grund genannt, dass man da keine Zeit verliert. Und weil man dann den guten Springer gegen schlechten Läufer hat. Vielleicht könnt ihr mir trotzdem nochmal genauer sagen, wie es konkret nach Springer schlägt B5 weitergeht und warum ihr das spielen bzw. nicht spielen würdet. Auf Turm B3 CS01 hat man auch das Problem, dass Schwarz auf C3 schlagen kann und danach dann der B4 hängt. Torjäger, deinen Satz verstehe ich jetzt nicht. Läufer schlägt B5 ist schlecht, wegen A schlägt B mit Tempo. Aber nach Läufer schlägt B5 ist A schlägt B5 ja gar kein Tempo, sondern nur nach Springer schlägt B5. Vielleicht hast du dich verschrieben. Okay, Torjäger.
Du hast dich tatsächlich verschrieben. Genau. Ja, also ich löse mal auf. Ah ja, und Olaf kommt hier zur rechten Zeit und ergänzt das Ganze nochmal. Also im Prinzip war das meiste richtig, was ihr gesagt habt. Ihr habt die richtigen Argumente gebracht. Und zwar ist Läufer schlägt B5 hier tatsächlich deutlich stärker als Springer schlägt B5. Und die Gründe werde ich nochmal kurz zusammenfassen. Ihr habt sie aber im Prinzip auch schon gesagt. Das Problem an Springer schlägt B5 ist, dass Schwarz hier tatsächlich Zeit gewinnt, ne? Indem er nämlich mit A schlägt B5 direkt noch den Läufer angreift. Der muss ziehen, Läufer B3. Und jetzt, das hat gerade auch nochmal Olaf gesagt, hat Schwarz Zeit, mit Läufer E6 sich zu konsolidieren. Hat es endlich geschafft, diesen schlechten Läufer zu entwickeln. Weiß steht immer noch etwas besser, weil er eben hier die halboffenen Linien hat, mit Turm D1 direkt Druck machen kann, aber Schwarz hat es jetzt so weit geschafft, dass er gut dagegen halten kann und dann zum Beispiel hier den Turm noch ranholt, den Turm, den König ranholt, und das ist dann gar nicht so einfach für Weiß hier Fortschritte zu machen. Natürlich in der Turnierpartie kann und sollte man das auf jeden Fall noch weiterspielen, noch ein bisschen probieren, noch kneten, aber bei guter schwarzer Verteidigung wird man hier wohl nicht über ein Remis hinauskommen. So. Anders sieht das aus nach Läufer schlägt B5, weil jetzt hat man eben dieses eine Tempo noch mehr als in der anderen Variante. Schwarz muss jetzt wieder schlagen. Ich habe hier mit dem C-Bauern geschlagen. Ich kann euch aber auch noch mal kurz zeigen, was passieren würde, wenn Schwarz mit dem A-Bauern schlägt, was ja tendenziell etwas harmonischer ausschaut. Guck nur kurz noch mal, was ich hier verpasst habe gerade. Ja, LMW, ich stimme dir zu. Natürlich, Springer schlägt B5 ist auch okay, keine Frage, ne? Aber es ist halt nicht viel im Gewinnsinne. Genau, Kaspar sagt, wenn man kein Tempo verliert, kann man direkt mit Turm D1, vermute ich, Druck auf den D-Bauern machen. Okay, genau, A schlägt B5. Ist die Variante, die ich euch kurz noch zeige. Ändert nicht besonders viel. Jetzt kommt auch Turm D1. Man muss den Bauern irgendwie decken. Und Weiß kann jetzt einfach den Druck verstärken. Und ist hier halt schon weiter als in der anderen Stellung, wo Schwarz schon Läufer E6 stehen hat, weil er hier direkt immer weiter Druck macht. Ne? Jetzt zum Beispiel D5, Springer E4. Und man hat hier jetzt wirklich einen wunderbar schönen Springer gegen einen schlechten Läufer auf C8. Kann jetzt verschiedene Ideen nachgehen. Zum Beispiel den Springer. Na, ich mache das mal lieber gelb. Den Springer nach. Na. Den Springer nach F6 bringen, anschließend dann die Türme auf die C-Linie umgruppieren. Auch das ist natürlich noch nicht direkt gewonnen, aber hier ist auf jeden Fall mehr Gewinnpotenzial als in der anderen Stellung vorhanden. Und das Ganze hier ist weniger einfach zu decken als die andere Stellung, wenn ihr euch erinnert, oder Läufer auf E6, die Bauern noch auf D6 standen. Weil sie einfach ein Zug schneller ist und das kann tatsächlich dann viel ausmachen. Außerdem hat er hier auch eben den Springer, der in dieser Stellung jetzt gerade auch mit E5, D5 durchaus auch vorteilhaft ist, weil er hier auf diesen Feldern rumspringen kann, wohingegen der schwarze Läufer hier recht machtlos ist. Ach ja, Torjäger hat genau das ja auch geschrieben. Ich vermute fast, dass Springer F6 ein bisschen besser ist, weil man sich mit Springer C5 die C-Linie verstellt. Wobei auch das sieht gut aus, ne? Springer C5, dann kann man danach in Ruhe umgruppieren und dann den Springer irgendwann wieder wegziehen. Ja, also die Stellung ist auf jeden Fall sehr attraktiv.
für Weiß. Ich habe mich aus diesem Grund für den anderen Bauern hier entschieden. Also, auch wenn ich euch recht gebe, dass der prinzipielle Zug, den man so intuitiv machen würde, auf jeden Fall A schlägt B5 ist, um die Bauernstruktur möglichst harmonisch zu halten. Aber eben aus diesen konkreten Gründen, die ich euch gerade gezeigt habe, habe ich mich hier für C schlägt B5 entschieden, mit der Idee, den Bauern zu geben und stattdessen aktives Gegenspiel auf der C-Linie zu bekommen, was aber nicht ganz so gut funktioniert hat. Also auch hier kann man natürlich wieder Turm D8 spielen, aber auch hier hat man wieder Probleme mit E5. Deswegen habe ich hier diesen Weg gewählt, Läufer E6. Jetzt kann Weiß eben Bauern gewinnen und ich hatte die Hoffnung, dass man hier dynamisch Gegenspiel erhält, weil man hier auf der C-Linie plötzlich sehr aktiv ist und hier direkt eine Fesselung hat. Das Problem ist, dass die weiße Stellung hier nach Turm D3 gut zusammenhält und anschließend Weiß dann den König nach D2 bringt. Und auch wenn Schwarz aktuell aktiver ist und jetzt der Läufer auf E6 auch kein schlechter Läufer mehr ist, hat Weiß halt einfach mehr Bauern und ja, mein Gegner hat das dann auch verwandelt. Souverän kann ich nicht sagen, weil es tatsächlich noch mal spannend geworden ist. Die ganze Stellung ist dann doch noch recht taktisch geworden, weil sich hier die Stellung noch geöffnet hat und es doch noch einige kleine taktische Feinheiten dann gab. Aber am Ende hat mein Gegner dann verdient auf jeden Fall gewonnen. Und das ist auf jeden Fall in dieser Stellung auch zu erwarten. Und deswegen nochmal kurz zu dieser Schlüsselstellung. Also wir hatten ja mehrere Abtäusche hier in der Partie. Aber wichtig hier, denke ich, diese Stellung, dass man hier tatsächlich mit dem Läufer schlägt, um dieses Tempo mitzunehmen und dann schnell ausnutzen zu können. Da ist der Läufer hier noch so schlecht steht, dass die schwarzen Türme noch nicht verbunden sind und dass die Bauern hier so angreifbar sind. Genau. So viel zu dieser Partie. Jetzt wisst ihr auch das Ergebnis. Also ich habe verloren. Und ja, gute Abtauschentscheidungen hier von meinem Gegner auf jeden Fall. 2 hoch 6. Natürlich hast du jede Menge verpasst. Was anderes kann ich jetzt ja auch nicht sagen. Wir haben gerade die erste Abtauschpartie angeschaut und werden uns jetzt gleich einer weiteren Stellung noch widmen. Und die wurde gespielt von Larsen gegen Nielsen, also mal wieder hier ein Klassiker. Diesmal schauen wir nicht die ganze Partie an, sondern steigen in dieser Stellung ein. Und weil ihr die Stellung natürlich noch nicht gesehen habt, werden wir uns auch mal wieder ein bisschen Zeit nehmen, um hier nochmal genau zu gucken, was ist überhaupt los, wer steht besser. Also Weiß ist erstmal im Zug, das ist ja immer wichtig zu wissen. Und ich bin gespannt auf eure Meinungen. Also erstmal wieder, wer steht besser? Wie ist die Stellungseinschätzung? Welche Stellungsmerkmale sind hier wichtig? Und am Ende dann eine konkrete Idee für Weiß, bitte.
Ja, was tut man nicht alles für die Jugend? Dann genau, bis nächste Woche auf jeden Fall. Ich richte Nico die Grüße aus. Ja, Kaspar nennt das erste Merkmal Weisheit Raumvorteil. Korrekt, vor allen Dingen hier durch den Bauern auf D5. Sehe ich genauso. Hoch. Nee. Beide Läufer sind durch den D5 etwas eingeschränkt. Ja, das würde ich auch so sehen. Maps schlägt Springer D4 vor mit der Idee, F4 zu drohen. Ja. Leolino und TFP sagen auch beide, dass Weiß besser steht. Aufgrund des Raumvorteils und der offenen C-Linie. Und dass man einen Bauernsturm im Zentrum lostreten kann. Ich vermute, damit ist gemeint E4 und F4. Springer E3 ist auch noch ein Vorschlag mit der Idee, die C-Linie aufzumachen. Springer D4, nebst Springer C6 wird noch vorgeschlagen. Turmopfer schlägt Dame D4 vor mit der Idee, dass F4 mit Springergewinn droht. Bauernwalze sagt auch nochmal, dass Springer C6 tendenziell gut sein könnte, dieses Vorpostenfeld auszunutzen. Olaf schlägt was Ähnliches vor, auch ähnliche Idee wie Springer D4, nur begonnen mit Dame D4 und anschließend dann Springer schlägt D4, um dann auf C6 einsteigen zu können. Also im Prinzip habt ihr schon alle wesentlichen Stellungsmerkmale genannt. Ihr habt gesagt, dass die C-Linie offen ist. Ihr habt gesagt, dass C6 ein ganz gutes Vorpostenfeld sein könnte. Ihr habt gesagt, dass dieses Motiv mit F4 in der Luft liegt. Jetzt muss man das noch sinnvoll verknüpfen. Und vielleicht nochmal entscheiden. Also Springer D4 habt ihr vorgeschlagen und Dame D4. Entscheiden, welchen ihr gegebenenfalls spielen würdet. TFP schreibt, dass Dame D4 am aussichtsreichsten zu sein scheint. Und da schließe ich mich einfach mal an. Also auch hier ist es so, dass beide Züge, sowohl Springer D4 als auch Dame D4, Weiß großen Vorteil bescheren. Deswegen seid ihr auf jeden Fall, liegt ihr alle richtig, wenn ihr einen der beiden Züge vorgeschlagen habt. Ich persönlich bevorzuge hier aber auch Dame D4, weil ich finde, dass es danach so schön einfach ist, weil dieser Zug auch noch einen weiteren Zweck erfüllt, den ihr bisher noch nicht genannt habt, nämlich dass Dame D4 auch einen Verteidiger abtauscht, nämlich die Dame B6. Ist in diesem Sinne ein Verteidiger, weil sie das Feld C7 kontrolliert. Und ihr habt es schon gesagt, Weiß besitzt die offene C-Linie und würde natürlich liebend gern mit dem Turm auf C7 einsteigen. Und in Kombination mit der Drohung
dass F4 in der Luft liegt und Schwarz sich um seinen Springer kümmern muss, hat Schwarz auch gar nicht die Zeit, sich irgendwie groß dagegen zu stellen. Und wenn Weiß es dann schafft, hier auf der C-Linie einzudringen, hat man natürlich schon mal sehr viel gekonnt. Schauen wir uns gleich genauer an. Ich möchte natürlich trotzdem kurz auf Springer D4 eingehen, weil das auch ein sehr guter Zug ist, ne? Ohne Frage. Springer D4, ihr habt es schon genannt, strebt nach C6 und vor allen Dingen liegt auch F4 in der Luft. Der Grund, warum ich damit D4 in der Stellung etwas besser finde, ist, dass Schwarz hier noch Gegenspielchancen hat. Er kann nämlich hier zum Beispiel mit B4 fortsetzen, weil jetzt F4 nicht so gut funktioniert, dadurch, dass eben die Fesselung hier vorhanden ist und Schwarz das kurz ignorieren kann. Also jetzt erstmal ein Rückzugsfeld für den Springer schafft und Weiß schlecht auf E5 schlagen kann, weil man danach hier seinen eigenen Springer auch noch verlieren würde. Das heißt, wenn Weiß jetzt zum Beispiel hier versucht, mit Turm C2 weiter auf der C-Linie Druck auszuüben, hat Weiß jetzt, Schwarz jetzt hier sogar noch nette Züge wie Läufer D3. Das Ganze, die ganze Variante geht hier noch ein bisschen weiter und Weiß hat am Ende auch weiterhin leichten Vorteil. Aber ich finde, das ist schon, man ermöglicht hier Schwarz einfach Dinge, die es in der anderen Variante nicht gibt. Aber nichtsdestotrotz, Springer D4 natürlich auch ein sinnvoller Zug. Genau, TFP sagt auch nochmal, dass man damit ja auch vereinfacht quasi. Und das wichtigste Argument, was ich eben finde, ist, dass man jetzt das Feld C7 noch zusätzlich erhält, was man nicht bekommt, wenn man Damen nicht tauscht. So, und ihr habt es natürlich gesagt, F4 droht auch. Deswegen hat Schwarz hier F6 gespielt. Etwas besser wäre wohl gewesen, einmal auf D4 zu schlagen. Dann bekommt man ähnliche Stellungsbilder wie in der Partiefortsetzung. Allerdings steht der Turm auf B8 tatsächlich besser als auf B6, wo er ja steht, wenn Weiß auf B6 schlägt. Warum das so ist, das werden wir uns gleich noch anschauen. Aber deswegen wäre es für Schwarz etwas besser gewesen, hier einmal zwischenzunehmen. Vom Prinzip her entstehen aber gleiche Stellungsbilder. Also F6 kam, um dem Springer hier ein Rückzugsfeld zu ermöglichen. Genau, Typograf. Ich weiß nicht genau, auf was sich dein Kommentar bezieht, aber wir hatten die Variante ja angeschaut, dass Schwarz nach Springer D4 im ersten Zug ja auch noch andere Züge hat, B4 zum Beispiel, und sich noch gar nicht um den Springer kümmern muss, weil, wie du gesagt hast, die Fesselung vorhanden ist und Weiß dann sowieso nicht gut auf E5 schlagen kann. Wie ich auf die Partie gekommen bin, tatsächlich ist das meistens ein sehr langer Prozess, dass ich teilweise sogar schon übers ganze Jahr, also die Lernstunde gibt es ja jetzt schon ein Jahr, immer wieder, wenn mir Partien über den Weg laufen, sag ich mal, irgendwo sehe, in irgendeinem Buch oder in irgendeinem Turnier, was ich verfolge oder bei irgendeiner Vorbereitung oder so, dass ich da immer schon mit einem wachen Lernstundenauge gucke. Und sobald ich eine Partie finde, die in ein Thema passt, was wir noch vorhaben, dann notiere ich die mir gleich, sodass ich dann später darauf zurückgreifen kann. Oder war die Frage dahin ausgerichtet, dass es gar nicht zum Thema passt? Doch, ich finde, damit D4 passt sehr gut zum Thema Abtausch. Okay, also F6 kam. Und jetzt, genau, wie, wer hat's gesagt?
Ach, Turmopfer hat es gesagt. Der Turm auf B6 tue ihm leid. Das ist korrekt, das sehe ich auch so. Der erfüllt dann nicht besonders viele Aufgaben und vor allen Dingen, was auch das Traurige ist, ist, dass Schwarz jetzt auch nicht hier gut gegenhalten kann mit Turm C8, ne? Also halt, wenn der Turm hier stehen würde, hätte man gegebenenfalls immer noch so Züge wie Turm C8, um einmal auf der offenen Linie dagegen zu halten. Das geht halt von B6 aus nicht. Genau, ja, jetzt droht halt Weiß schon hier ein Einstieg auf der C-Linie. Und das kann Schwarz nicht verhindern. In der Partie kam G5, war tatsächlich auch was, was ihr gerade vorgeschlagen hattet. Wir können uns aber trotzdem nochmal, oder wir sollten uns auch anschauen, was passiert, wenn Schwarz versucht, das Einsteigen zu verhindern. Nach Turm C8 beispielsweise kann Weiß erstmal F4 noch einschieben, um den Springer etwas schlechter zu stellen und jetzt einfach hier schlagen und den nächsten Turm nachschieben. Und gut, egal ob der Läufer jetzt weggeht oder gedeckt wird, danach kommt Turm C7 und die Stellung ist einfach schon gewonnen für Weiß, weil jetzt hier auch alles auseinanderfliegt, ne? Der E7 hängt, es droht Springer C6, Turm A7. Also die Stellung ist vermutlich nicht mehr zu halten für Schwarz. Und nach Turm B7, wenn man versucht auf diese Art und Weise Turm C7 zu verhindern, dann dürft ihr mir jetzt mal sagen, was Weiß hier spielen kann an dieser Stelle. Ah, okay, TFP meint, dass G5 ohne F6 die Idee war. Ja, ich vermute, dann geht es ähnlich weiter. Dann kommt man wahrscheinlich genau in diese Stellung hier, nur mit G5 statt F6. Und vielleicht hat man da was gekonnt, weil Weiß den Springer nicht zurückdrängen kann. Aber das Problem mit dem Einstieg auf der C-Linie hast du immer noch. Ja, und ihr habt schon gesagt, Bauernwalze war der erste. Springer E6 ist hier natürlich der Gewinn. Aber erstmal ganz wichtig, F4 noch. Damit man den Springer, also vielleicht geht es auch andersrum, weil der Springer dann ja auch kein Feld hat, aber zwangsläufiger ist auf jeden Fall F4, Springer F7 und jetzt Springer E6. Aber wahrscheinlich geht es auch in einer anderen Reihenfolge. Genau, und das Problem ist, man hat hier eine Gabel und wenn Schwarz nimmt, dann hat man einen Doppelangriff auf Springer und Läufer. Genau, Turm C3 mit Verdopplung ist natürlich auch sinnvoll, aber so geht es dann doch etwas schneller. Okay, deswegen G5. Und ja, jetzt hat es Weiß geschafft, kann Turm C7 spielen. Und jetzt droht vor allen Dingen halt auch schon wieder F4, ne? Jetzt hat man zwar Rückzugsfelder für den Springer, ist jetzt aber an den Läufer gebunden, sodass F4 jetzt schon wieder eine unangenehme Drohung darstellt. Deswegen Turm D8 hier, um einmal den Läufer zu decken. Und ja, Weiß hat sich jetzt hier ein bisschen Zeit gelassen, hat erstmal König H2 gespielt, im Prinzip auch nicht verkehrt, weil Schwarz hier seine Stellung sowieso nicht großartig verbessern kann und Weiß im Prinzip wirklich alle Zeit der Welt hat. Man hätte hier aber auch schon direkt mit F4 das weiter forcieren können, aber König H2, ja, erstmal ein prophylaktischer Zug. Die Idee davon ist, Läufer E4 zu spielen und Idee ist, Läufer E4 zu spielen und somit erstmal den H3 zu decken. Genau, Schwarz hat gar nicht so viele Züge, die ihm bleiben, deswegen erstmal hier H6 und nun Läufer E4.
Und ja, Schwarz deckt einmal den Bauern E7 und kann sich generell nicht besonders stark rühren. Genau, Olaf, du hast gesagt, König H2 befreit den Läufer. So, jetzt ist Zeit für F4, einmal den Springer zurückzudrängen. Und ja, jetzt die Frage, wie geht's weiter? Weil es ja aber so viele verschiedene Optionen hat und ja, es hier auch verschiedene Gewinnwege gibt, möchte ich euch hier gar nicht so lange grübeln lassen. Weiß hat hier Läufer F3 gespielt. Das ist erstmal, sieht es sehr komisch aus, der Zug. Die Idee dahinter ist aber, dass man gerne Springer E6 spielen möchte, um quasi noch den nächsten Abtausch zu erreichen. Jetzt konkret ist es aber zu früh, weil Schwarz hier die Möglichkeit hat, nach dem Schlagen D5 zu spielen, quasi mit Tempo den Läufer anzugreifen und anschließend dann auch wieder ein gutes Feld für den Springer zu haben. Das wäre tatsächlich hier, naja, ich möchte nicht sagen fatal, aber tatsächlich hätte Weiß hier großen Vorteil verschenkt. Deswegen. Oh, okay. TFP, ich gehe sofort zurück zu deinem Einwand und gehe da gleich drauf ein. Erstmal führe ich kurz meinen Gedanken zu Ende. Deswegen, also weil das Springer E6 in dieser Stellung noch zu früh ist, deswegen hat Weiß hier Läufer F3 gespielt. Soweit, so gut. Kommen wir gleich wieder zurück. Erstmal noch die Idee von TFP. Warte mal, da müssen wir hier noch mal ein paar Züge zurückspringen. Ach genau, hier statt H6 von Schwarz, ne? Wenn Schwarz hier Turm B8 gespielt hätte, mit der Idee dann Turm C8 zu spielen, ne? Ich vermute, das ist deine Idee. Ja, wahrscheinlich kann man hier Turm C1 spielen, denke ich mal. Und wenn du dann Turm C8 spielst, du wirst meinen Turm da ja trotzdem nicht los, ne? Jetzt kann ich F4 machen. Gut, du kannst zwischennehmen oder auch nicht. Ach, und ich drohe, also wenn du jetzt nach G6 gehst, zum Beispiel, kann ich ja hier schlagen. Das geht gar nicht. Und wenn du nach F7 gehst, oh, kann ich trotzdem hier schlagen, weil ich immer noch dieses hübsche Schach hier habe. Das heißt, du musst hier wahrscheinlich schon einmal zwischenschlagen und jetzt weggehen. Aber jetzt habe ich wahrscheinlich auch Springer E6. Und jetzt hast du hier Probleme mit dem E7. Also tendenziell richtig die Idee. Ah, okay. Den anderen Turm nach D7. Nach C8. Ja, guck mal noch kurz an. Also jetzt den anderen Turm, ne, damit dieses Motiv mit Turm schlägt D7 nicht mehr in der Luft ist. Aber habe ich jetzt nicht F4? Oder geht das nicht? Jetzt ist doch dann. Ach nee, weil immer mein Turm hier hängt. Okay. Ich sehe, aber vielleicht kann ich auch einfach sowas machen. Und du kannst dich hier ja trotzdem nicht be befreien. Und jetzt drohe ich auch wieder F4 und danach hängt hier der D7. Also ich glaube, das hilft dir nicht. Auch wenn die Idee prinzipiell goldrichtig ist, sich dagegen zu stellen auf der offenen Linie, aber dadurch, dass Weiß ja auch noch verdoppeln kann und du trotzdem noch die Probleme auf der siebten Reihe hast und mit dem F4-Plan, ist es trotzdem gewonnen für Weiß.
Okay, dann gehen wir noch mal kurz zurück. Wir waren hier. Läufer F3 hatte ich euch gerade erklärt mit der Idee, Springer E6 zu spielen. Ja, und das kann Schwarz im Prinzip auch nicht verhindern. Er hat jetzt noch versucht, TFP, was du gerade machen wolltest, den Turm zurückzuholen, aber nach Springer E6, der nächste Abtausch übrigens. Läufer E6, DE6 muss der Springer hier schon nach H8. Und jetzt hat Weiß hier quasi den Sarg zugenagelt mit F5. Verhindert auch noch Springer B6. Das ist jetzt hier ein richtiger Held auf H8. Und die Partie ging aber nicht mehr lange. Also Schwarz hat hier noch B4. Viele andere Züge hat er auch nicht. Tatsächlich ist alles irgendwie dominiert von Weiß. Auch hier gibt es natürlich wieder jede Menge Züge für Weiß. Keine Frage, hier gewinnt wahrscheinlich fast alles. Aber ich möchte euch nochmal darum bitten, den nächsten Zug zu erraten, weil ich den echt schön finde. Einfach im Sinne der totalen Kontrolle. Vielleicht kommt ja jemand von euch drauf. Auf F5 seid ihr schon mal gekommen. Sehr gut. Und vielleicht kommt ihr auch noch auf den nächsten Zug. Wobei möchte ich hier wirklich sagen, ne, ihr habt hier ganz viele Möglichkeiten, was alles gewinnt. Oh, Läufer B7. Torjäger, sehr schön. Ja, also tatsächlich, Läufer B5 finde ich total cool hier in dieser Stellung, weil ja, das ist einfach die totale Kontrolle hier ausübt. Jetzt kann sich keine schwarze Figur mehr bewegen. Der König kann eigentlich nicht ziehen, weil er an den E7 gebunden ist. Der Springer kann nicht ziehen, der Turm kann nicht ziehen, der Turm kann nicht ziehen. Dementsprechend hat Schwarz hier noch A5 gespielt, aber dann nach E4 auch aufgegeben, weil Weiß hat jetzt einen recht simplen Plan, kann zum Beispiel einfach Turm D1, Turm D5, Turm A5 machen und Schwarz kann sich überhaupt nicht dagegen wehren. Ja, mit E4 hat er nochmal D5 verhindert. Das war quasi noch der Sinn von diesem Zug. Ja, sehr schöne Endstellung, wie ich finde. Alles eingeleitet durch Dame D4 hier in der Ausgangsstellung. Und der Sinn von diesem Abtausch ist es, quasi einen Verteidiger zu eliminieren. Und somit dann die Kontrolle über die C-Linie und insbesondere über das Feld C7 zu erlangen, in Kombination auch mit der Drohung F4. Ja, soweit zu dieser Partie. Ja, TFB, sehr unangenehm, die schwarze Schlussstellung, das stimmt. Die möchte wahrscheinlich keiner von uns haben. Ja, das wäre es auch schon von heute. Schauen wir uns doch noch einmal das Fazit an. Das habt ihr jetzt schon zweimal gesehen, deswegen habe ich euch für heute nochmal die Sachen markiert, die wir heute in den Partien gesehen haben. Also in meiner Partie gegen Alexander Graf haben wir vor allen Dingen das Motiv Zeitverlust vermeiden gesehen. Mal kann ich euch das hier. Haha. Achso, jetzt wird es. Ja, genau. Also Zeitverlust vermeiden, dadurch, dass der Springer auf B5 geschlagen hat, nicht der Läufer, wenn ihr euch dran erinnert. Und man dann anschließend gleich die schwarzen Bauern angreifen konnte. Und jetzt in der Partie gerade haben wir hier gesehen, Verteidiger beseitigen. Die Dame auf B6 war der Verteidiger quasi. Und auch noch das Thema Kontrolle über Felder, beziehungsweise in diesem Fall auch Linien zu gewinnen. Das war's für heute. Ich hoffe, ihr habt wieder was mitgenommen. Ich freue mich schon sehr auf nächste Woche, denn da geht es auch wieder um das Thema Abtausch. Und ich wünsche euch bis dahin eine wundervolle Woche. Freue mich dann auf den nächsten Montag.
Und bis dahin sage ich Tschüss und einen schönen Abend noch.